26 years young and stands 1.80 meters tall. He weighed in at 66.06 kilograms. His record, 12 fights, 10 victories, 7 finishes. Representing the Netherlands, Donald Haley! And his opponent in the red corner is 27 years young and stands 1.73 meters tall. He weighed in at 66.2 kilograms. His record, 11 fights, 4 victories, 6 finishes. Representing fighting in Germany, Matt Hussini! Türkischer Tarzan, rein optisch habe ich keine Einwände. Also ich finde, vom Gesichtsausdruck wirkt Mert tatsächlich wie der Evil Mert. Auf der anderen Seite haben wir mit Janu Ehrens einen, der sehr, sehr entschlossen da reingeblickt hat. Ich glaube, dann überrollt der dich. Wenn du zulässt, dass er Momentum bekommt, dann hast du ein Problem. Wir sehen es hier. Ja, sehr gut sogar. Jetzt hier ein paar gute Treffer gelandet. Schöner Inside Low Kick. Ja, kann sein, dass das eben der Gameplan ist. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Und wenn er am Cage steht, zu shooten, aber... Warum? Vollkommen richtig. Eingesprungenes Knie von Janu Ehrens. Also der muss sich die ganze Zeit bewegen, um nicht gestellt zu werden da im Cage. Aber befreit sich immer wieder mit guten Aktionen. Landet die besseren Treffer und mehr Treffer in dieser ersten Runde bislang. Ehrens. Und jetzt macht er Druck. Jetzt ist Mert das erste Mal im Rückwärtsgang. Und das... Lässt er sich hier nicht mehr nehmen. Gut gemacht von Klettert Gilde. Auf den Rücken. Und der Planeditter Fanblock springt aus den Sitzen hier. Beide Hooks drin. Dreht hier auf Mert Özilyadem. Versucht Ehrens hier in eine gute Position zu bringen fürs Ground and Pound. Und das ist doch Evil Mert, oder? Versucht ihn lang zu machen. Das ist definitiv der Evil Mert. Versucht ihn auszustrecken. Man muss aufpassen, dass er nicht zu weit nach oben rutscht hier mit dem Gesäß, damit er nicht ab... Und macht ihn lang. Das war wichtig. Und es kostet jedes Mal Kraft, sich da wieder raus zu... Da will er hin. 1:13 noch in dieser Runde. Ground and Pound. Versucht nochmal den Bürger zuzumachen. Er ist nicht unterm Kinn. Auch wenn es hier nachher weitergeht, Ehrens wird weitaus mehr Federn gelassen haben als Özilyadem. Wieder versucht er da unter das Kinn zu kommen. Wieder scheint er nicht genau drunter zu... Natürlich auch ein Statement in Richtung Ehrens. Oh, Twister! 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 Und ich glaube, da hat er das nur gar schon kurz... Es sah ganz kurz so aus, als wollte Ehrens da schon tappen. Hat er da kurz die Hand schon erhoben und zum Zittern bereit. 10 Sekunden Zeit. Ich glaube, Ehrens hat es geschafft, seinen Kopf da so ein bisschen einzuknicken nach unten. Und deswegen hat das Ding nicht funktioniert. Aber was für eine fantastische zweite Hälfte der ersten Runde hier. Von Mert Özilyadem mit einem würdigen Co-Main-Event bislang. Das kann man laut sagen und eine starke... Käfig treiben lassen. Und vor allem nicht stellen lassen am Käfig. Auch da absolute Level Change und antwortet mit der rechten. Gut gemacht von Özilyadem. Ja, und so cool hier Ehrens wirkte in dem Moment, in dem Özilyadem abgetaucht ist, da hat er ja schon mal ganz kurz. Also landet die besseren Treffer, meinst du? Landet die Treffer, bessere Treffer, ja, ja. Beide Kämpfer hochkonzentriert. Unglaubliche Anforderungen, nicht nur an den Körper, vor allem auch an drauf. Aber jetzt muss er wieder was machen, so wie er aktiver werden. Guter Schuh, darauf hat er gewartet, deswegen war er so verhalten. Knie von Ehrens. Oh, harte Rechte als Antwort auf das Knie. Und jetzt... Mert bislang ringerischen Mitteln, um noch einen neuen Takedown zu sichern. Nochmal eine schöne Rechte.
Spinning Back Kick. Ja, wie Butter sagt, die Runde ist knapp. Ein bisschen aufdrehen, Mert. Gerade wieder ein bisschen Oberwasser zu bekommen. Schöne Low Kicks. Von weit draußen getreten. 80 Sekunden. Und eine rechte hinterher. Zum zweiten Mal dieser Spinning Back Kick. Oh, schöne Rechte. Habe ich bis hierhin gehört. Knappe Runde hier. Wieder ein guter Treffer für. Versucht jetzt immer wieder mit diesem rechten Schwinger drauf zu machen auf diesen zweiten Durchgang. Na, Spinning Backfist, aber gut gekontert von Mert. Also, das ist doch mal ein Kampf. Aber macht sich da sehr, sehr gut. Kickdowns probiert hat er ja in der zweiten. Selbst. Genau, Inside Low Kick. Ja, und direkt das Tempo rausgenommen, direkt den Rhythmus rausgenommen von Ehrens, der nämlich gerade wieder dabei war, sich so ein bisschen warm zu. Vor allen Dingen durch die Finten. Beide wollen es hier wissen. Mert will nochmal den Takedown. Das wäre groß. Bekommt er das Ding, dann hat er gute, gute Chancen. Und das scheinen auch die mitgereisten Fans zu wissen. Jetzt hat er hier die Kontrolle tatsächlich. Takedown bekommen. Da ist relativ viel Platz zwischen Özgürdem und Ehrens. Das ist natürlich nicht ungefährlich für Mert, der dann schöne Ellbogen aber reinhaut. Muss ein paar harte Dinger nehmen. Hat jetzt den Fuß in der Hüfte und Mert darf hier die Kontrolle nicht mehr abgeben. Das wäre wirklich fatal für ihn, aber Ehrens steht hier nochmal auf. Und reset. Das ist nochmal gefährlich für Mert, denn Ehrens weiß das natürlich auch und der weiß, dass nur noch 1,50 auf der Uhr sind. Der wird jetzt und versuchen wir vielleicht sogar einen Finish zu erzielen. Aufwärts. Uhr. Ah, schöner Low-Kick. Der Low-Kick funktioniert verdammt gut für Mert. Merkt er selber, deswegen tritt er den erneut. Bringt damit Ehrens immer wieder auf. Dessen Kämpferwillen ungebrochen. Also der gefällt. Aber Ehrens, der ist wirklich ein guter, guter Kämpfer. Auch hier die Rechte sitzt wieder ordentlich. Mert versucht es nochmal. Guter Backtake. Und jetzt wird es nochmal ganz gefährlich. 36 Sekunden. Blitzschnell. Jetzt Mount für Ehrens. Macht's noch mal weitaus knapper, als ihm das lieb sein dürfte. Kommt aber sofort wieder nach oben, muss auf seinen Hals aufpassen. Die Routine von Ehrens und die haben wir heute gesehen in den Highlights. Die kann er. Dass Mert das Ding hier nicht auf dem Rücken beendet, sondern noch mal hochgekommen wird. Was für ein Kampf. I got a dream, first Netherlands UFC fighter in the featherweight division.
Großen Applaus für Jano Eriks.